Wie können wir die Kinder da begeistern? Das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir müssen die Wirksamkeit spürbar machen für die Kinder. Die Gesellschaft hat, glaube ich, begriffen, dass man ohne MINT keine Zukunft erfolgreich gestalten kann. Und ich glaube aber auch, dass wir weiter daran arbeiten müssen, junge Leute dafür zu begeistern. Denn jeder weiß, uns fehlen Fachkräfte und Forschende für die Zukunft. JugendForscht ist eine ganz tolle Erfahrung. Man kann es super auch für Bewerbungen verwenden, wenn man hier teilgenommen hat oder sogar auch erfolgreich teilgenommen hat. Das kommt sehr gut an. Ich habe selbst mal bei JugendForscht teilgenommen als Schülerin. Und ja, in vielen Bewerbungsgesprächen wurde ich noch mal darauf angesprochen. Man bekommt ja jetzt als Schüler nicht so oft die Möglichkeit, was zu machen. Und wenn, dann ist es im Rahmen der Schule, aber man weiß jetzt nicht, wie machen andere sowas, wie gut hat man das vielleicht auch gemacht. Und man bekommt einfach die Möglichkeit, das zu präsentieren und vielleicht schon so eine Idee, wie das ist, seine eigenen Projekte sozusagen auch vorzustellen und den Leuten näher zu bringen, was man da überhaupt gemacht hat und warum das sinnvoll ist. Gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel und auch vom Mangel da in den MINT-Bereichen, also mathematisch, informatisch, naturwissenschaftlich, technisch, ja, die Begeisterung einfach für diese Fächer zu wecken. Ohne Unternehmen wie ZEISS würde es JugendForscht gar nicht geben. Seit 1965 sind sie die tragende Säule als Gastgeber der Veranstaltung. Und ich bin ZEISS sehr, sehr dankbar, dass sie seit vielen Jahren in Jena, aber auch in Oberkochen, engagiert sind und uns die Möglichkeit geben, gemeinsam junge Talente zu fördern. Der Rat für die jungen Forscherinnen und Forscher: experimentiert viel, probiert aus, seid neugierig, geht in die Themen rein, versucht wirklich zu verstehen und um wirksam zu werden, Sachen zu ändern über die Experimente.